Sei es durch sein einzigartiges Klima, durch die topografische Vielfalt oder einfach durch das Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Galicien, im Nordwesten von Spanien gelegen, hat mit einer Vielzahl von Grundnahrungsmitteln und international anerkannten Produkten zu unserer Ernährung beigetragen. Dieses Land besitzt eine lange Geschichte und Tradition in der Erzeugung von Rindfleisch. In Ternera Gallega, einem Nahrungsmittel mit einer eigenen Identität, Garantie und Qualität, findet dieses Vermächtnis seine Fortsetzung. Die Eigenschaften von Ternera Gallega sind einzigartig. Das Fleisch eignet sich hervorragend für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Der hohe Anteil an Eiweiß, das sehr bekömmlich ist und dank der Aminosäuren einen hohen biologischen Wert aufweist, fällt besonders auf. Eiweiß hilft beim Wachstum und bei der Erneuerung des Gewebes. 100 Gramm Ternera Gallega Suprema Fleisch decken fast die Hälfte des täglichen Bedarfs an Eiweiß. Das Fleisch ist fettarm und eine wichtige Quelle der Vitamine der Gruppe B, wie zum Beispiel Thiamin und Riboflavin, die essentiell für die korrekte Funktionsweise des Nervensystems sind. Niacin hilft beim organischen Wachstum und das Vitamin B12 ist für die Bildung der roten Blutkörperchen unerlässlich. Darüber hinaus enthält das Fleisch Mineralien wie Eisen, das eine Blutarmut verhindert, sowie Phosphor und Calcium, die bei der geistigen Entwicklung und bei der Bildung der Knochen und Zähne eine wichtige Rolle spielen. Ternera Gallega als Organisation entstand 1989 und wurde im Jahr 1996 von der Europäischen Union als geschützte geografische Angabe anerkannt. Mit mehr als 8000 Aufzuchtbetrieben und über 70 verarbeitenden Betrieben als Mitglieder und gesellschaftlicher Basis bescheinigt der Regulierungsrat der geschützten geografischen Angabe Ternera Gallega die Herkunft, die Qualität und die Lebensmittelsicherheit des Fleisches und folgt damit den entsprechenden Richtlinien seines Reglements und der Norm ISO 17065. Unter dem Schutz der Bezeichnung Ternera Gallega darf nur Fleisch verkauft werden, das von Kälbern stammt, die in Galicien geboren, gezüchtet und geschlachtet wurden. Die Inspektoren des Regulierungsrates besuchen die Aufzuchtbetriebe, um diese einzutragen und zu überprüfen, ob die Kälber die folgenden Bedingungen erfüllen. Jedes Tier muss mit einer Ohrmarke identifiziert sein und im Identifikationsdokument für Fleischrinder eingetragen sein. Jedes Tier muss in Galicien geboren sein. Darüber hinaus müssen die Kälber den folgenden Rassen angehören: grundsätzlich galizisches Blondvieh und galizisches Braunvieh, eine Mischung der beiden, oder Rassen für die Fleischzucht, die nur in Galicien vorkommen. Es wird auch überprüft, ob die Aufzuchtbetriebe die geltenden Vorschriften für die Haltung, die sanitären Bedingungen und das Wohl der Tiere erfüllen. Für die Bezeichnung gibt es zwei Kategorien. Ternera Gallega Suprema, für das Fleisch von Tieren, die in traditionellen Familienunternehmen gemeinsam mit Mutterkühen mit Fleischeignung aufgewachsen sind. Die Grundnahrung dieser Kälber ist die Muttermilch. Ternera Gallega sind Kälber, die nach dem Absetzen der Milch bis zur Schlachtung mit weniger als 10 Monaten Lebensalter mit vom Regulierungsrat zugelassenem Grünfutter und Getreidekonzentrat höchster Qualität gefüttert wurden. Bei Ternera Gallega kennen wir die Bedeutung der Ernährung der Kälber, die auf traditionellen Produkten basiert. Muttermilch, Grünfutter, Kartoffeln, Rüben und Konzentraten ausschließlich aus pflanzlicher Herkunft, insbesondere Getreide. Diese Art der Ernährung und Haltung der Tiere tragen dazu bei, ein Fleisch mit einer außergewöhnlichen Qualität zu erhalten. Vom Zeitpunkt der Einschreibung bei Ternera Gallega an beginnt das Programm der vollständigen Kontrolle, welches in jedem Moment die Rückverfolgbarkeit eines jeden Tieres und des zertifizierten Fleisches garantiert. Die Kontrolle erstreckt sich von der Aufzucht über die Ernährung, die Hygiene und das Tierwohl
bis zum Schlachten, dem Zerlegen und der Vermarktung bis hin zum Verkaufspunkt. Das Kontrollorgan des Regulierungsrates von Ternera Gallega ist verantwortlich für die Zertifizierung und die Überprüfung aller an der Erzeugung und der Vermarktung von Ternera Gallega beteiligten Betriebe, wozu es über die notwendige von der nationalen Akkreditierungsstelle ENAC verliehene Akkreditierung verfügt. Das Kontrollprogramm von Ternera Gallega wird durch die Entnahme und Analyse von Musterproben ergänzt. Die Proben werden in den verschiedenen Phasen der Erzeugung und der Vermarktung entnommen. So werden in den Aufzuchtbetrieben Proben der Futtermittel und von den Kälbern entnommen. Im Schlachthof, in den Zerlegebetrieben und in den Verkaufsstellen werden Fleischproben für deren Analyse entnommen. Die entnommenen Muster werden im anerkannten Labor der Fakultät für Veterinärwesen der Universität von Santiago de Compostela analysiert. Bei der Rückverfolgbarkeit werden von Ternera Gallega die zuverlässigsten und sichersten Verfahren für die DNA-Analyse angewendet. Die Entnahme der Proben wird während der verschiedenen Phasen der Vermarktungskette entnommen und die Analyse der DNA erfolgt in anerkannten Laboren. Auf diese Weise kann die Verbindung zwischen dem zertifizierten Ternera Gallega-Fleisch und dem Tier, von dem es stammt, nachgewiesen und garantiert werden. In den Schlachthöfen und Zerlegebetrieben, die über eine Unbedenklichkeitsbescheinigung verfügen, überprüft der Regulierungsrat der GGA Ternera Gallega die Zertifizierung mit Hilfe von periodischen Prüfungen und täglichen Inspektionen. Jeder Schlachtkörper wird individuell mit 2 Garantiezertifizierungen und 8 Kontrolletiketten gekennzeichnet, welche die Daten der Zertifizierung und die Vermarktungskategorie Ternera Gallega oder Ternera Gallega Suprema beinhalten. In den Zerlegebetrieben wird jedes produzierte und abgepackte Stück mit dem entsprechenden Zertifizierungsetikett identifiziert. Die Etiketten und Kontrolletiketten von Ternera Gallega auf den Fleischstücken und Portionen sind die Garantie für die Richtigkeit und die Zertifizierung des Fleisches. Das Kontrollprogramm von Ternera Gallega garantiert zu jedem Zeitpunkt die Rückverfolgung. Diese Garantie der Rückverfolgung verwirklicht sich für den Konsumenten in der Verkaufsstelle, wo die Stücke von Ternera Gallega korrekt identifiziert sein müssen. Dies geschieht mit den folgenden Kontrolletiketten. Die Etiketten mit der Farbe rosa identifizieren das als Ternera Gallega Suprema klassifizierte Fleisch. Die Etiketten mit der Farbe gelb identifizieren das als Ternera Gallega klassifizierte Fleisch. Zudem wird das Vorhandensein der Zertifizierungselemente, die Abgrenzung von Ternera Gallega zu anderen Fleischarten, die korrekte Verwendung des Markenbildes und die Präsentation des Fleisches überprüft. Auf diese Weise wird garantiert, dass der Verbraucher Ternera Gallega auf einen Blick erkennen kann. Und zwar sowohl in traditionellen Metzgereien wie auch in Supermärkten und Großmärkten. Aus all diesen genannten Gründen ist das Ternera Gallega das Fleisch mit Ausweis. Ternera Gallega Fleisch kann auf vielfältige Art und Weise zubereitet werden. Gebraten, gegrillt, gekocht, in einem Eintopf, im Backofen oder man kann es auch roh essen. Unser Fleisch besitzt einen intensiven und angenehmen Geschmack, der niemanden unbeeindruckt lässt. Aber wie jedes Produkt muss auch das Fleisch sorgfältig behandelt werden, um das Beste aus ihm herauszuholen. Das Fleisch sollte vom Schlachtdatum an für mindestens 7 Tage bei einer Temperatur zwischen 1 und 3 Grad kühl aufbewahrt werden und ruhen. Dies garantiert, dass es zartes und saftiges Fleisch wird. Das Fleisch sollte quer zu den Muskelfasern geschnitten werden, um ein optimales Ergebnis beim Kochen zu erzielen. Die feine Fettschicht sorgt für einen noch intensiveren Geschmack und hält das Fleisch viel frischer. Bei der Zubereitung in der Pfanne oder auf dem Grill sollte das Fleisch erst am Ende gewürzt werden, damit es seinen eigenen Saft behält. Das Engagement von Ternera Gallega reicht weiter als seine Vermarktung. Die Nachhaltigkeit, der Erhalt der Umwelt
Die ländliche Entwicklung und der Impuls für die traditionellen und familiären Aufzuchtbetriebe machen aus Ternera Gallega eine, in Bezug auf die Einzigartigkeit der Region, engagierte und sensibilisierte Bezeichnung. Ternera Gallega ist ein Fleisch, das man in magischen Momenten gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden zu Hause oder in einem Restaurant genießt. Ternera Gallega. Ein Fleisch mit kontrollierter Qualität für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.